Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin Randomizer. Seit dem letzten Mal, also beim letzten Mal, haben wir unseren zweiten Orden verdient, den wir uns hier auch mal anschauen können. Haha, schön, sieht aus wie ein Baum. Außerdem, wie ihr unten auf dem Screenshot seht, habe ich meine Pokémon wieder vollgeheilt, wie versprochen. Seit dem letzten Mal, außerdem war ich einkaufen und habe ein paar Pokébälle gekauft, weil ich feststellen musste, wir können noch keine Superbälle kaufen. Leider. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns nochmal weiter in dem verlassenen Haus mitten im Wald um. Was man eben so als 10-jähriges Mädchen in der Pokémon-Welt alles so tut. Alleine durch irgendwelche verlassenen Herrenhäuser rumlaufen. Denn hier ist ein Pokémon im Fernseher drin. Und da Rotom ja in dieser Generation als ein legendäres Pokémon gilt, kriegen wir hier ein Arceus. Scheinbar. Es ist schön dafür, dann ein legendäres ausgetauscht zu kriegen auf Level 20. Tja, dann wollen wir doch mal versuchen, ein Level 20 Arceus zu fangen. Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Na, er hat auf jeden Fall schon mal nicht geschafft, Willi mit einem Schlag umzubringen. Das ist schon mal ein Anfang. Und das hat sehr wenig Schaden gemacht. Okay, setzt er Gravity ein. Das... Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, was das macht. Ich schätze mal, es wird Flug-Pokémon auf den Boden zwingen. Oder sowas in der Richtung. Würde ich jetzt mal vermuten. Aber das war es auf jeden Fall für Willi. Also, da wir mit ihm so wenig Schaden gemacht haben, schätze ich mal, können wir es genauso gut mit Julian versuchen. Ja, da kommt die Earth Power. Die bringt uns nicht um, bringt uns nicht mal auf halb. Das heißt, wir können davon sogar noch eine abkriegen. Und das hat ihn nicht umgebracht. Das ist sehr gut. Damit können wir doch schon mal arbeiten. Dann können wir es mal mit Verfolgung versuchen, weil weglaufen kann er ja nicht. Dadurch können wir nicht den erhöhten Effektschaden bekommen. Versuchen wir das mal. Das bringt ihn nicht auf Null. Hervorragend. Dann können wir nämlich jetzt versuchen, ihn mit Jack einzuschläfern. Und dann können wir die 30 Pokébälle, die wir haben, anfangen auf ihn draufzuschmeißen. Sobald wir ihn dann eingeschläfert haben. Falls wir das denn überhaupt hinkriegen, schauen wir doch erstmal, ob Schlafpuder den überhaupt trifft. Es trifft. Hervorragend. Dann können wir jetzt anfangen, Bälle zu schmeißen. Wir haben sonst nichts zu tun. Fangen wir mit den Premierbällen an, der sieht schöner aus. Und dann hoffen wir mal. Eins. Nein, diesmal nicht. Aber gerade für solche Encounter habe ich die Fangrate eben zumindest ein bisschen höher gesetzt, weil ansonsten wäre es quasi unmöglich, ein Arceus jetzt auf dem Level mit nur Pokébällen und Premierbällen zu fangen. Aber es ist zumindest möglich, auch wenn es immer noch unwahrscheinlich ist, mit den Bällen, die wir haben. Wenn wir jetzt schon Hyperbälle hätten, sähe das ein bisschen anders aus. Aber die haben wir eben noch nicht, von daher können wir jetzt nur beten. Passenderweise, da ja Arceus vor uns steht. Ja, der wäre natürlich jetzt ganz praktisch, da wir ja schon ein paar von den Platten für ihn, glaube ich, schon gefunden haben. Ich meine, wir haben auch einen aus Versehen weggeworfen. Aber wir haben auf jeden Fall Platten für ihn. Eins, zwei, drei. Ja! Arceus ist drin geblieben. Dann haben wir jetzt einen Arceus gefangen. Das Alpha-Pokémon. Nicht das Omega, aber das Alpha ist er. 10 Fuß 6 ist er groß. Oder 10 Fuß 06 ist er groß. Ein ganz schön großer Kollege. 705 Pfund. Tja, wir haben ja den einen wahren Gott, Lord Helix, schon gefangen. Von daher bist du ein falscher Gott und von daher nennen wir dich dann einfach mal Satan. Satan! Die Serie. Ja, damit haben wir einen Satan gefangen. Der Fernseher fühlt sich jetzt normal an. Tja, was Fernseher halt eigentlich tun sollten. Okay, der Encounter hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da lohnt es sich doch, um 2 Uhr nachts mal aufzunehmen, um nachts überhaupt den Encounter kriegen zu können. Kann ja nicht schaden. Da wir aktuell noch nichts haben, mit dem wir dir vernünftig Schaden machen können, gehen wir erstmal wieder. Ich finde es auch schön, dass wir auf dem Weg zu Arceus keinen Encounter hatten, aber jetzt plötzlich einen Encounter nach dem nächsten kriegen. Und da haben wir nochmal ein Metagross. Das können wir eigentlich nochmal versuchen zu fangen. Auch wenn wir jetzt nicht mehr wirklich irgendwas Gutes haben, um ihm Schaden zu machen. Aber wir können es trotzdem nochmal versuchen. Wenn man schon die Gelegenheit hat, Metagross zu fangen.
Weil eben das größte Problem ist, dass sie Takedown haben und sich dadurch selber in der Regel umbringen, wenn man sie versucht zu fangen. Das macht nicht so viel Schaden, wie ich möchte. Dann... Oh, ich kann doch nicht weglaufen. Kommt davon, wenn man gerade nichts hat, was sinnvoll dagegen Schaden machen kann. Gut, wir sind weggekommen. Dann versuchen wir das nicht gegen ein Level 17 davon. Wir sind scheinbar etwas schwer und dann sind wir auch schon wieder raus. Na, ist okay. Wenn wir Superbälle haben, komme ich vielleicht irgendwann mal für einen Meter groß wieder. Das sollte hoffentlich nach dem nächsten Arena dann endlich möglich sein. Aber jetzt können wir uns erstmal ein Arceus abholen. Schätze ich, oder es zumindest erstmal angucken, was es denn für ein hübsches kleines Arceus ist, das wir da gefangen haben. Das 10 Fuß groß ist. Aber erstmal halten wir grundsätzlich schon mal voll, damit wir es danach nicht machen müssen. Mir wären natürlich andere legendäre Pokémon lieber gewesen, aber Arceus ist von Stats her und so schon okay. Was haben wir denn an Platten für ihn? Wir haben die Wasserplatte, wir haben die Feuerplatte. Wenn ich ihm jetzt auch noch Feuerattacken beibringen kann, wäre das hervorragend. Dann hätten wir nicht ein Feuer-Pokémon, nachdem ich schon so lange suche. Außerdem haben wir die Stahltyp-Platte. Und das war's. Also Wasser, Stahl oder Feuer können wir machen. Ist nicht so übel. Na, dann schauen wir doch erstmal unser Arceus hier an. Zusammenfassung. Was ist überhaupt, was kann er eigentlich alles? Das ist ein Arceus, hat kein Item, ist Naughty Nature. Naughty, Naughty, Naughty ist Angriff hoch, Spezialverteidigung runter. Okay. Ja, natürlich Multityp, wie alle Arceuses. Soweit ich weiß. Und hat Natural Gift. Da abhängig davon ist, was er für eine Beere trägt. Punishment, was mehr Schaden macht an Gegnern, die ihre Stats erhöht haben. Er hat Earth Power, das aktuell extrem imbar ist. Und hat Gravity. Ja, das genau dafür sorgt, dass Flug-Pokémon am Boden bleiben müssen. Okay. Also aktuell sehr situationsabhängig, was er überhaupt so machen kann. Hauptsächlich hat er Earth Power und kann Gravity einsetzen, damit Earth Power auch auf jeden Fall trifft. Willi würde ich gerne behalten als unser tatsächliches Feuer-Pokémon. Nicholas möchte ich gerne behalten, die beiden will ich auch gerne behalten und Floppy will ich auch gerne behalten. Dann wird es wohl auf Ewan fallen, den wir erstmal auf jeden Fall für eine Weile gegen unser Arceus austauschen. Zack, dann nehmen wir erstmal eben auch eben seine Zoom-Lens noch weg. Und dann haben wir jetzt ein Arceus im Team. Dass er bedrohlich reingucken kann. Wenn man Nicholas nach vorne packt, damit er mal ein paar mehr Erfahrungspunkte kriegt, damit er auf, ich glaube, Level 15 oder so endlich mal eine Elektroattacke lernt. Geheilt haben wir schon. So. Jetzt haben wir das letzte Mal gehört. Ich meine, es war beim letzten Mal, kann auch beim vorletzten Mal gewesen sein, dass der Fahrradhändler in dem Team Galaktik-Gebäude drin ist. Und wir wollen natürlich ein Fahrrad haben. Also würde ich sagen, schauen wir doch mal hier vorbei. Jetzt muss ich bei Gelegenheit irgendwem noch Zertrumra wieder beibringen. Ekelhaft, fällt mir gerade erst ein. Oder ich muss halt dann irgendwie Juden rausholen. Zertrumra ist eine von denen, das eigentlich nicht gerne beibringen, ähnlich wie Zerschneider auch. Aber manchmal kann man nicht anders. Taunt, na ganz was Tolles. Wie üblich sind die TM-Attacken so mittelmäßig gut. Apropos, kannst du Extrasensory lernen? Nein. Schade, das wäre natürlich. Das wäre zum Beispiel nützlich gewesen. Kannst du U-Turn lernen? Nein. Mensch, Arceus. Ah gut, der gilt halt also auch als Normaltyp. Das heißt, er hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, Normalattacken lernen zu können, so wie ich es eingestellt habe. Also. Okay, du bist Luca. Haha. Ja, du bist bei der Polizei. Du schmeißt gerade deine Tarnung weg. Naja, wir müssen vorsichtig sein. In diesem Gebäude gibt es zwei Treppen nach oben. Eine von denen ist eine Falle. Und es sollte irgendeinen offensichtlichen Weg gehen, zu erkennen, was die Falle ist. Ja, das ist tatsächlich nicht so schwer.
Aber ich werde so oder so alle Treppen nehmen. Jetzt zum Beispiel ein Dings an einem Schild an der Wand, das mehr oder weniger sagt, hier lang. Hier lang ist der richtige Weg. Hier lang, bitte. Aber wir wollen natürlich sowieso alle Trainer mitnehmen, die wir mitnehmen können. Von daher nehmen wir sie doch auch mit. Und jetzt kann Nikolas erstmal das Intimidate abkriegen und dann sofort auswechseln. Das ist ein Unlichttyp. Dann kann Drake das machen, schätze ich. Der sollte damit klarkommen. Jetzt brauche ich natürlich sofort Yuen aus dem Team rausgepackt zu haben, so wie ich das gehört. Immer sofort alle Änderungen am Team darunter leiden zu müssen. Das ist vollkommen normal. Okay, du stärkst dich nur und sorgst dafür, dass wir nicht mehr treffen. Die übliche Strategie für Bots. Genauigkeit runter machen. Na gut, jetzt kann er uns mit all den Attacken treffen, mit denen er uns vorher auch treffen konnte, weil er mit Sicherheit nichts hätte, das sonst nicht funktioniert hätte. Hast du einen Angriff? Frage ich mich gerade. Eigentlich müsste er zumindest irgendwie Tackle haben. Er hat auf jeden Fall Sandattacke. Sandwirbel hat er ganz oft. Aber wir haben ihn trotzdem dreimal erfolgreich getroffen. Und damit kriegt Nikolas ein paar Erfahrungspunkte und wir kriegen ein Regigiga. Natürlich bereue ich es sofort, Pokémon aus dem Team genommen zu haben. Gegen diese Regigigas wäre nämlich auch Yuen extrem nützlich gewesen. Wahrscheinlich sollte ich jetzt nicht anfangen mit dem Tauschtraining. Aber da wird unser Satan auf jeden Fall ganz gut beihelfen können. Okay, auch er kann uns jetzt besser treffen als vorher. Er hat uns identifiziert. Leider haben wir noch nicht die Bodenplatte gefunden, die dafür sorgen würde, dass wir tatsächlich damit mehr Schaden machen. Da sind wir noch verwirrt. Das ist nicht gut. Natürlich haben wir uns auch direkt selbst verletzt. Wäre auch zu einfach, wenn wir mal treffen würden. Regigigas ist eins von diesen Pokémon, die nur dann wirklich, dann nur wirklich, wirklich gut sind, wenn man die Fähigkeiten von Pokémon im Randomizer auch tatsächlich randomized, weil dann ist er imbar. Wenn er nicht die ersten 5 Runden mit extrem schlechten Stats auskommen muss, dann ist es ein extrem nützliches Pokémon. So, mit irgendwie halbiertem Angriffsstat oder so, ist er halt nicht ganz so pralle. Aber da haben wir einen Level 13 Nikolas und Satan kriegt zumindest ein paar Erfahrungspunkte. So. Dann schauen wir mal in unsere Potions rein. Geben unserem Satan mal eine Potion, der wenn nicht ganz so geschwächt ist. Und kümmern uns um den nächsten Team Galactic Grunt, Lady Scott. Ich krieg nur Pokémon, die jetzt schwach gegen Kampfattacken sind. Das ist jetzt Gesetz. Offensichtlich. Versuchen wir es einfach mal mit Nikolas selber. Ist ja nur ein Poochyena, das sollte eigentlich nicht viel tun können, hoffe ich. Ja, deckeln wir es noch ein bisschen weiter. Wenn das Mightyena gerade eben hat keinerlei Angriffe überhaupt gegen uns ausprobiert, von daher rate ich einfach mal, dass dieses Poochyena irgendwie auch keine Attacken hat aus irgendeinem Grund. Hat auch nur Sandwirbel. Okay. Jetzt müssen wir nur noch treffen und hat keinen Schaden gemacht. Ich brauche tatsächlich nicht auszuwechseln. Hat dafür auch keine Erfahrungspunkte gegeben. Und dann hast du einen Ninetales. Hi, Volnona. Siehst hübsch aus. Leider bist du hier noch kein Eistyp. Ich mag das Alolan Volnona. Das ist schön. Als Eistyp. Vor allem hätten wir damit jetzt auch Willi trainieren können und hätten nicht hier auf Drake wieder zurückgreifen müssen. Das wäre nicht schlecht gewesen. Außer war es eine gute Entscheidung von mir, gegen die beiden Einzelnen zu kämpfen, weil mit ihren Level 17 und 18 Pokémon wäre sonst in Doppelkämpfen ganz schön gefährlich geworden. Gerade so ein Regigigas im Doppelkampf dann plötzlich wäre schon nicht ganz einfach gewesen.
Das müssen wir nur noch irgendwie nochmal schaffen, durch die Verwirrung durchzukommen. Aber natürlich verletzen wir uns erstmal noch selber. Kriegen auch einen Ruckzuck-Keep ab. Können es dann nochmal versuchen, durch die Verwirrung durchzubrechen. Und treffen uns nochmal selber. Kriegen noch einen Ruckzuck-Keep ab. Und verletzen uns nochmal selber. Kriegen noch einen Ruckzuck-Keep ab. Und treffen dann tatsächlich endlich, weil wir nicht mehr verwirrt waren. Wunderbar. Ich mag mein Glück bei Pokémon spielen. Warum spiele ich die Spiele eigentlich so oft? So. Aber du bist nur ein Kind. Ja, ich bin in der Tat nur ein Kind. Ein Kind, dessen Pokémon sich ganz oft selber ins Gesicht schlagen. Nehmen wir mal eine von unseren Super Potions. Keine Lust, die extra mit dem Zerschneider wieder rauszugehen und wieder reinzukommen. Na, schauen wir mal, was ihr zwei eigentlich so Schönes bewacht habt. Noch ein Trainerkampf. Okay. Das ist eine gute Wache offensichtlich. Oh, ein Upgrade für den Fall, dass wir unser Floppy nochmal upgraden wollen oder so. Leider funktioniert das so rum nicht. Oder sagen wir besser so, dass es in die Richtung nicht funktioniert. Ist ja schon so gut, wie es geht. Lady Jonathan. Warum habe ich Juden in der Box getan? Das war mein größter Fehler, offenbar. Ich hätte es nicht tun sollen. Wie konnte ich es wagen, einen Capoeira in der Box zu packen? Alle haben plötzlich nur noch Normal- und Unlicht-Pokémon. Wenn sie davor alle irgendwelche Pokémon hatten, für die ich mich beschweren konnte, dass wir kein Feuer-Pokémon haben, haben sie jetzt alle Pokémon, dass ich mich beschweren kann, dass ich meinen Kampf-Pokémon in eine Box gepackt habe. Genau so funktionieren Randomizer. Alles, was man macht, ist falsch. Egal, wie man es macht. So, jetzt können wir die richtige Treppe nehmen, an der offensichtlich ein Schild dranhängt. Wo noch so eine extrem aufmerksame Wache steht. Das ist noch nicht mehr eine Wache. Ja, ihr sucht nach neuen Energiequellen. Ich weiß. Auch hier, da links ist ein Schild an der Wand, das sagt, da lang ist richtig, weil da ist ein Schild. Aber kämpfen wir erstmal gegen diesen Kollegen, der hier scheinbar arbeitet. Schwer. Lady Kim. Oh, das will ich auch haben. Hört auf, mir irgendwelche Entwicklungen von Pokémon zu zeigen, die ich selber habe. Frech. Macht mich noch ganz neidisch. Und versuchen es mit Willi. Er ist zwar einige Level drunter, aber hat den Typ-Vorteil. Von daher versuchen wir es zumindest mal. Haben jetzt nur noch diese eine Chance. Das macht zu wenig Schaden. Dann werden wir gegen Satan austauschen. Satan! Und werden es damit Earth Power versuchen. Dafür haben wir es schließlich. Leider ist ja unser physischer Angriff erhöht und nicht unser Spezialangriff. Nützlicher wäre. Aber will man machen, ne? Willi ist Level 16. Satan steigt etwas langsam im Level. Was man von Legendären eben so erwartet. Dann heilen wir auch mal Willi eben noch. Nein, das. Nimm doch mein Rechtsdrücken an, Spiel. Danke. Ja, Willi geheilt. Dann können wir mal schauen, was sie hier oben Schönes versteckt haben. Einen weiteren Trainerkampf. Und ein weiteres Item. Noch eine Flameplate, damit wir Arceus auch gleich in zwei Feuer-Pokémon verwandeln können. Gleichzeitig. Oder so. Das ist Lady Mallory. Oh, wie süß. Sie hat ein Kombi. Oh, und das ist männlich. Oh, da habe ich aber schlechte Nachrichten für dich. Männliches Kombi. Kann ich wahrscheinlich auch mit Nikolaus besiegen. Das ist nur ein Kombi. Kombis können nicht besonders viel. Und männliche davon entwickeln sich halt nicht mal. Und ja, das war ein recht problemloser Sieg für Nicholas. Und damit sollten wir jetzt endlich Donnerschock lernen. Hoffe ich, glaube ich, meine ich. Tun wir es auch. Das ist jetzt die große Frage. Level 15 erreicht. Ja, möchte Donnerschock lernen. Du darfst Donnerschock bitte lernen. Ich meine, wir haben häufiger mal
bestimmt noch Doppelkämpfe. Da kann Helping Hand eigentlich ganz okay sein. Nehmen wir so lange erstmal Sandwirbel weg. Ich glaube, das ist sinnvoller. Sandwirbel benutze ich sowieso nie. Und mit perfektem Timing haben wir Donnerschock gelernt, denn da haben wir einen Shilock. Shilock! Hat halbe HP gemacht, das heißt, wenn wir jetzt nicht zufällig gerade Max-Schaden gemacht haben und jetzt minimalen Schaden machen, sollte dieses Shilock jetzt auch besiegt sein. Jetzt ist es auch... Oh, mit perfektem Timing hast du es gelernt, Nikolas. Gute Arbeit. Bin stolz auf dich. Und das ist ein Slugma. Da tauschen wir besser. Das kann Drake machen. Wenn Nikolas hätte das bestimmt auch machen können, das ist nur ein Slugma. Aber wenn man den Typvorteil schon hat, kann man noch ausnutzen und dabei versuchen, möglichst wenig Schaden zu nehmen. Also versuchen wir das auch. Zack, dieses Slugma ist sofort besiegt. Hervorragend. Was denke ich, was ich tue? Ich habe mir deine Flameplate genommen, die du da hingelegt hast, und bin dann gegangen. Das habe ich mir gedacht, was ich tue. Aus irgendeinem Grund habe ich dich noch angesprochen. Ich meine, ich musste nicht, aber du bist Erfahrungspunkte gewesen. Da ist das Schild, das heißt, das ist der richtige Weg nach oben. Dann gehen wir erstmal bei einem falschen Weg nach oben vorbei. Und schauen wir mal, jemanden, der nicht in Team Plasma-Klamotten rumsteht. Ihr wollt eine New World Order aufmachen? Das ist Gimmick-Infringement, Kollege. Fischer Max. Mit einem Jinx. Okay, ein X-Spezial eingesetzt. Das macht bei Jinx sogar fast Sinn. Das hat weniger Schaden gemacht, als ich gehofft hatte. Dann versuchen wir es mal mit Willi. Oh ja, mit Double Slap hat dir das X-Spezial auch enorm viel geholfen. Das macht immerhin 5 Schaden pro Treffer. Das ist ganz schön viel. Vor allem, wenn er 5-mal damit trifft. Tut er aber nicht. So, Flammenrad. Schauen wir mal, wie viel Schaden das macht. Deutlich mehr. Und der Eispunch sollte nicht so viel Schaden machen. Dreht uns jetzt aber bestimmt. War natürlich ein Crit. Warum habe ich mit irgendwas anderem gerechnet? Muss ein Crit sein. Flop, ich kann glaube ich nicht wirklich was Sinnvolles tun. Also muss Drake sich darum kümmern. Beißt das Rosana aber bitte kaputt. Na, wir nehmen nur 2 Schaden pro. Duplex Heap. Und. Das war auch ein Crit, als Rache dafür, dass du Willi mit einem Eishieb-Crit umgelegt hast, was ihn wahrscheinlich sonst nicht umgebracht hätte. Fischer Max? Ärgerlich, jetzt muss ich doch noch die Gegend hier verlassen. Lagging Tail? Was ist ein Lagging Tail? Muss ich erstmal gucken. Moment, das ist das falsche Fenster. Was ist das? Okay, es macht Pokémon langsamer. Das heißt, eins von denen, die man auf Gegner schmeißen sollte. Und die Amulet Coin. Jetzt haben wir das Lucky Egg und die Amulet Coin. Wir brauchen keine Items mehr für den Rest des Spiels. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wer das denn am sinnvollsten tragen kann. Für die Weile. Ich meine, du brauchst die Quick Claw nicht unbedingt. Du hast auch überhaupt kein Item. Den Razor Fang brauchst du allerdings auch nicht zwangsläufig. Dann geben wir unsere Amulet Coin erstmal an Nicholas, da der ganz vorne ist. Und dann geben wir so lange den Razor Fang an Satan. So, jetzt kriegen wir mit einem Pokémon mehr Erfahrung und wir kriegen, solange Nicholas in Kämpfen teilnimmt, auch noch mehr Geld. Also wir brauchen keine Halte-Items mehr für den Rest des Spiels. Und das war keine Wache. Und... Da vorne ist der Bosskampf. Ich hätte gerne Willi für den Bosskampf. Nur damit er da notfalls noch ein paar Erfahrungspunkte abstauben kann. Von daher verlassen wir dann doch nochmal kurz die Gegend hier heil mal eben voll. Auch wenn ich es eigentlich nur ungern tue, aber er musste ja gekrittet werden. Musste ja passieren. Das Einzige, was uns hätte umbringen können, wäre 5 Treffer von Duplex Heap gewesen oder halt 4 Treffer und ein Crit dabei oder eben ein gekritteter Ice Heap. Und damit kann ich ja nicht rechnen. Also gehen wir mal schnell vollheilen. Glücklicherweise sind ja jetzt auf dem Rückweg
wieder keine Trainer mehr im Weg, von daher ist das alles gar nicht so unglaublich kompliziert. Geht noch relativ von der Länge her, dass das dauert. So, nachdem wir jetzt voll geheilt haben, können wir ganz wieder zurücklaufen, wieder Zerschneider einsetzen. Oh, zerschneid das mal bitte. Dankeschön. Ich hab nach oben gedrückt. Hallo? Scheinbar ist es mit dem D-Pad scheinbar nicht das beste D-Pad an dem Controller, den ich habe. Aber er tut sein Übriges. In der Regel. So, und hier nach oben. Und dann hier bei dem Schild nach oben. Jetzt ist es unglaublich schwer, hier durchzukommen. Schwer zu navigieren. So, Amulet Coin ist vorne. Was ist mit diesem Team Galactic her? Das würde ich auch gerne wissen. Oh cool, wir können uns sogar erstmal noch das Easy mir holen. Full Incense. Das ist, glaube ich, für Relaxo, das Ding. Das macht den Träger langsamer, also es klingt sehr nach Relaxo. Willst du was? Blablabla. Willst du die Pokémon befreien? Das ist schon mal Jupiter. Hallo Jupiter. Was hast du denn für ein schönes Team? Technician Noel. Hat ein Stunky. Okay. Das gefällt mir. Eigentlich ganz gut. Da können wir nämlich Satan mit Earth Power drauf loslassen und dann sollte sich dieses Stunky sehr bald erledigt haben. Kriegen aber erstmal noch einen Kreideschrei ab. Ist unschön. Er setzt Finte ein. Das hat nicht funktioniert. Ist das Finte? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das Earth Power hat es auf jeden Fall erledigt, wie ich erwartet hatte. Leider bringt es wenig Erfahrungspunkte. Amaldo. No, eigentlich wollte ich auf Willi wechseln, aber jetzt wechseln wir halt nicht auf Willi. Bleiben wir direkt hier und setzen direkt wieder Earth Power ein. Eigentlich wollte ich, dass Willi noch ein paar Erfahrungspunkte kriegt, aber kann nicht schaden, wenn Satan auch welche bekommt. Auch das hat weniger Schaden gemacht, als ich hoffte. Ja, wir sehen so langsam uns entkommen die gegnerischen Level, weil wir halt 6 Pokémon gleichzeitig versuchen zu leveln und zwischendurch noch die Pokémon ausgewechselt haben. So früh im Spiel nicht unbedingt die beste Idee. Okay, Metallklaue. Aber ihr solltet trotzdem mit noch 2x Earth Power, glaube ich, down gehen. Ja, ich glaube schon. Von daher sollte dieses Amaldo jetzt eigentlich besiegt sein. Ja. Es sei denn, natürlich hätte ich jetzt gekrittet, damit hatte ich jetzt schon fest gerechnet. Mit Krits. Und Amaldo ist besiegt. Schön. Kriegt Satan zumindest mal einen guten Haufen Erfahrungspunkte. Und ist sogar Level 21 geworden. So. Ja, ich bin in der Tat extrem stark. Ist okay, bla bla. Ja, eure Untersuchung der Pokémon-Statue ist abgeschlossen. Ja, Mars haben wir schon besiegt. Ihr seid schon fertig. Nur ein kleines bisschen. Euer Boss untersucht die Geheimnisse von mysteriösen Pokémon. Ja, ich bin mir sicher, wir werden irgendwas total Tolles als mysteriöses Pokémon finden, wenn wir ihm dann irgendwann mal entgegenüberstehen. Das ist die letzte Warnung, die wir kriegen. Ja, du hast ja Pipi zurück. Ja, alles dank mir. Es ist so grausam, dass in Generation 4 die Pokémon noch nicht klein geschrieben werden. Clefairy came from space. Ja. Bla bla bla. Ja, ich komme mal bei deinem Bike-Shop vorbei. Ich will ja auch ein Bike haben. Tier läuft mal wieder wie eine halb betrunkene durch die Gänge durch. Wie gesagt, D-Pad scheint nicht unbedingt das Optimum zu sein. So, jetzt können wir hier wieder rauslaufen. Der Encounter war tatsächlich weniger kompliziert, als ich befürchtet hatte. Und es hat sich nicht gelohnt, wieder rauszugehen, um Willi zu heilen, weil ich ihn aus Versehen nicht eingesetzt habe. Wie es dann so kommt, ne? So, jetzt können wir erstmal unseren Satan wieder voll heilen. Einmal voll heilen, bitte. Bim, bim, bitte, bim, boom. Wunderbar, Pokémon sind voll geheilt. Und nachdem wir jetzt die Pläne von Team Galactic scheinbar nicht durchkreuzt haben, weil sie ja schon fertig waren mit ihrer Untersuchung, aber wir trotzdem
zumindest das Pipi von dem Fahrradtypen gerettet haben, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns ein Fahrrad besuchen und radeln gehen werden. Bis dahin, Aloha!